Moin und hallo, Freunde der gepflegten Unterhaltung auf unserem Rastplatz. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier einmal kurz schlafen gelegt, um dann ein bisschen wieder den Tag ins Spiel zu bringen, um nicht durch die dunkle Nacht fahren zu müssen. Ein paar Kollegen scheinen auch noch hier zu schlafen. Obwohl schon 9 Uhr ist, aber naja, auf dem Samstag, die verbringen hier wohl ihr Wochenende. Wir nicht, wir fahren weiter. Denn unser Kunde hat auch samstags auf. Da werden wir jetzt auch mal zusehen, dass wir da mal hinkommen. Dass wir einigermaßen pünktlich sind, aber ich glaube, das sollten wir ganz gut schaffen. Wir haben nur noch knapp 200 Kilometer vor uns. Na, wie gesagt, dafür brauchen wir 3 Stunden ungefähr. Tja, wir hatten noch mal kurz vor der Grenze Pause gemacht. Befinden uns jetzt im wunderschönen Österreich. So, Tempomaten reinschmeißen. Und mal schauen, was uns denn hier jetzt gleich alles so im Weg rumsteht, weil da vorne ist ja doch einiges los hier wieder. Stau hier auf der Autobahn, da versuchen wir. Bremste mitten auf der. Ich würde sagen, da hat es einen kleinen Unfall gegeben auf der Gegenspur. Jetzt sind wir wie die Gaffer, ne? Sehen wir mal zu, dass wir weiterkommen hier. Das erklärte natürlich jetzt auch den Stau auf unserer Spur. Aber da haben wir jetzt ja auch aktiv mitgemacht. Aber ich wollte euch da wenigstens zeigen, warum hier Stau ist. Tja, also nicht nur wir sorgen im ETS 2 für Unfälle, nein, die KI schafft das auch durchaus alleine, da bin ich ja beruhigt. Na, krümmeln wir uns mal kurz auf unsere Spur. Graz ist auch schon ausgeschildert, umso besser. Schüttelt den LKW aber doch ganz schön durch hier. Ja, falls ich es noch nicht erwähnt habe, wir sind nicht mehr auf der TSM-App 5.4. Wer die letzten Folgen nicht gesehen hat, weiß das vielleicht noch nicht. Wir sind jetzt auf dem Patch 1.17 unterwegs. Da funktioniert die TSM-App leider nicht mehr. Deswegen sind wir jetzt auf der Standard-Map unterwegs von SCS. Ah.
aber die eingefleischten ETS-2-Fans werden das wahrscheinlich auch selber schon erspielt haben und festgestellt haben, so mancher Mod funktioniert jetzt leider nicht mehr. Oder nicht mehr so perfekt, wie er mal vorher lief. So. Hackengas da vorne. Dasselbe Schicksal haben wir leider auch mit unserem LKW hier, den Scania T-Longline von Enki, der jetzt leider auch nicht mehr so perfekt mit dem neuen Patch unterwegs ist. Zwar durchaus fahrbar ist, ist nur eine Kleinigkeit, die Liftachsen funktionieren nicht mehr richtig. Aber auch das wird der eine oder andere schon festgestellt haben, weil der LKW ist ja relativ beliebt, um nicht zu sagen weit verbreitet. Das werdet ihr wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo das Video jetzt rausgekommen ist, auch schon festgestellt haben. Na, haben wir gleich wieder auf der Gegenseite einen kleinen Unfall oder warum fahren hier alle so ein bisschen langsam? Ach nee, wir haben nur ein bisschen Stau an der Mautstelle. Tja, auch das kann natürlich auch am Samstag mal vorkommen, ne? Stau an der Mautstelle. Ja, ein Stück fehlt uns noch. Wir wollen auch wir mal unsere 8 Euro bezahlen. Tja, wenn euch das ein oder andere Problem beim neuen Patch schon aufgefallen ist, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Weil alles erfahren wir hier ja auch so nicht auf dieser Strecke, dass wir sehen, wo da Probleme sind. Man kommt ja auch nicht überall vorbei. Deswegen wäre es lieb, wenn ihr übers wisst, dann schreibt es gerne unten drunter. Damit auch andere von eurem Wissen dann profitieren und wissen, was auf sie zukommt. Ja. Etwas vorsichtiger, ne? Bis jetzt haben wir nämlich noch nichts angestellt. Das heißt, wir könnten auch noch richtig gut unser Geld verdienen. Da werde ich auf den letzten Meter meistens ein bisschen nervös und bin übervorsichtig. Diese Schleicher auf der Autobahn. Ach, das wird daran liegen, dass sie alle schon nach ihrem Kleingeld gegraben haben, um die nächste Mautschranke hier bezahlen zu können. Ist ein bisschen wie die Boxenkasse vorne von der Formel 1 hier. Jeder will der Erste sein.
So, und der nächste Tunnel, durch den wir durchjagen dürfen. Entschuldigung, ich bin mal so frech. Ich versuche sie mal zu überholen. Sie stehen mir ein wenig im Weg. Oder wie sagen wir auch so gerne? Sorry, wichtige Terminfracht. Ja, meine amerikanischen LKWs, die habe ich dann auch jetzt erstmal eingemottet. Vielmehr, ich habe sie unter dem alten Patch noch verkauft, weil ich mich langsam rantasten wollte, mit welchem LKW man denn jetzt auf dem neuen Patch fahren kann. Na, da vorne links rum. Oder wie soll ich das deuten? Ja, ich dachte, ein Mod LKW reicht dann immer, sonst hatte ich da eigentlich mal so 2, 3 laufen. Damit man gegebenenfalls mal hin und her springen kann, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Man tastet sich da erstmal langsam ran, was geht und was nicht. Das war ein bisschen großzügig ausgeholt jetzt, würde ich sagen. So, dann schaffen wir das in dieser Folge glatt noch zum Kunden. Das ist ja schneller als erwartet. Dass uns das noch passieren kann, dass wir mal pünktlich ankommen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber wie üblich begrüßt uns auch gleich die erste Ampel mit Rot. Wieder eine rote Welle erwischt. Sind wir wirklich schon da? Ich kann es kaum glauben. Und so viel Platz hier. Das ist ein Luxus. Das ist der Vorteil, wenn man natürlich am Samstag ankommt. Da ist nicht so viel los, ne? Da arbeiten nicht so viele. Da hat man noch mal Platz. Wenn man viel Platz hat, dann soll man sich auch viel Platz nehmen. Also, als ob wir nie was anderes gemacht hätten, würde ich sagen. Gut, ein bisschen schief, aber... Was soll's, er sagt, das reicht, ne? Dann reicht uns das auch. Und mit dieser erfolgreichen Einpark-Phase hier
würde ich sagen, wir kommen zum Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was kommt immer zum Schluss? Ja, liked es, disliked es, kommentiert es, teilt es, abonniert es. Macht, was ihr wollt. Bis dann. Tschüss.